Ja, eben. Und da müssten wir hinkommen. Denn wenn wir eine vernünftige Diskussion führen wollen, ich gehe davon aus, wir wollen sie. Schätze ich Sonst mal. wären wir nicht da, sonst Eben, wären ja nicht alle da, oder? eben. Und da müsste das dazu führen, oder müssen wir darauf hinarbeiten, dass wir Ich eine hätte da so Art. einen kollektivistischen Vorschlag. Ha, Ah, mach wie wäre deinen es denn Vorschlag, mal, wenn die Toni. ganze Runde, die jetzt hier ist, sich mal dafür stark macht, dass wir den Holocaust öffentlich thematisieren? Was ist das für ein Ja, Nutzen? Was ist das für ein Nutzen, Toni? die Wahrheitsfindung. Was passiert danach? Na, dass die Leute mal ein bisschen besser durchblicken und vor allem den Schuldkult mal loswerden, Was passiert danach? der uns alle in diesem Land hier schwer belastet. Und das passiert, wenn du jetzt den Warum Holocaust belastet das thematisierst. Toni? Ich kriege das mit. Ich bin Person des öffentlichen Lebens. Also ich strecke meine Fühler aus. Ich rede auch mit Leuten, die andere Sicht- und Denkweisen haben, ja. Und da kriege ich das Die mit. das Das ist ein belastet. heißes Thema. Das ist ein total heißes Thema. Ja, Ihr kriegt wartet 5.000 bitte kurz. Live-Zuschauer, wenn ihr das Thema durchzieht. Aber Aber eine ehrliche Frage, Toni, hoffentlich ehrliche Antwort. Belastet es dich? Ja, also dass ich in der dritten Generation noch mit den Konsequenzen mich rumärgern muss und dass Meinungsfaschismus mittlerweile Ärger sogar dich nicht drüber, auf Toni. Staatsebene durch die Amadeo-Antonio-Stiftung schon gang und gäbe ist, also das resultiert da draußen, na klar. Das Alter, hängt Toni, alles so ärger miteinander dich nicht zusammen. so drüber. Das ist genau das Ding, wo es dann komplett Ärger wieder. mich doch gar nicht, ich mache einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag Nee, gemacht. es geht um die Denksperre. Ich darf ja nicht das Wort aussprechen und ich darf auch noch nicht mal drüber nachdenken, auch noch nicht mal weiterdenken, auch Ja. drüber hinausdenken, auch nicht bis zum Anschlag denken und zurück. Darf ich nicht. Doch, Ja, du darfst also denken, über wen rede ich? Über wen rede ich? eigentlich Aber du darfst nicht würde sagen. mich nur eins interessieren, wie jeder Einzelne in diesem Hangout dazu steht, ob er das sinnvoll findet oder nicht. Was jetzt? Mehr Bei dem Thema bin interessiert ich mich auch überhaupt überfordert, nicht. ganz ehrlich. Und da muss ich dich jetzt ernsthaft mal fragen. Zielt die Frage darauf ab, dass wir morgen alle vom Verfassungsschutz besucht werden? Das ist doch Weil. Unsinn. Das ist doch genau wieder der Schuldkult, den du auspackst. Nee, dann hat direkte Das Konsequenz. ist die Angst. Das ist die Angst. Und ich sage, Ja, fuck that. aber das, wo Fuck ist denn. that. Ja, Das wo ist ist das denn? Frankfurter Schule. Das ist political correct. Das ist das Ding, Digga. Das ist das letzte Thema, was wir anschneiden sollen. Kann es mir Ja, irgendwie was das nicht ist doch sagen? dein, Weil alles ist doch ein Statement. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Ja? Gehen Sie schon raus jetzt hier, bloß weil Alle das Wort rausgegangen. gefallen ist, oder was? Nee, nee, Boris ist noch da. Juhu! Und das Mädchen auch. Das Mädchen. Toni, Aber. Toni, sag mal, was kommt dabei raus? Also die Leute sollen dann mehr Verständnis kriegen, ja, und den Schuldkult verlieren, ja. Ja, natürlich. Der Wenn wir Schuldkult. den Holocaust thematisieren, ja, also das ist realistisch eine Chance, wenn wir den jetzt gemeinsam alle thematisieren, dass dann in der Gesellschaft ein gewisser Teil, sagen wir mal ein entscheidender Teil oder ein nicht entscheidender Teil, seine Meinung zu was auch immer ändert, ja. Das ist das Ziel. Mir geht es um eine Sensibilität, die in der Aber denkst Öffentlichkeit. du, diese Sensibilität, die erreichst du damit, wenn du den Holocaust thematisierst? Also Ja, ich weil habe. ich denke, dass es da eine sehr gegensätzliche Ansichten innerhalb der Bevölkerung gibt. Und das ist für mich schon Grund genug, allein das mal zu thematisieren. Aber das ist Ja. doch weder weise noch strategisch. Weder noch, das ist Wer auch nicht redet denn logisch. Das ist davon? Wer völliger redet denn Schwachsinn, davon? Alter. Das ist völliger Schwachsinn auf Ego basierend. Ah, okay. Also ihr findet alle, dass das eine völlig unsinnige Idee ist. Denkst du, hier in der Runde gibt es einen einzigen, der noch nicht über das Thema intensiv mehr oder weniger nachgedacht hat? Meinst du das wirklich? Nee, das will ich noch niemandem Ja, also, unterstellen. und denkst du, wir sind alle. Wir sind Was willst du von mir? Ich habe einen Vorschlag gemacht, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und eventuell eine Sendung darüber zu machen. Und ja, und ich frag dich, ihr was du flippt willst, was hier du damit erreichen alle willst. aus. Und ich Ihr frag, flippt hier alle aus. Sag mal, checkt ihr nein, überhaupt wir nicht, flippen gar nicht aus. Was willst du was damit erreichen, habe ich gefragt. Und du Das hast habe ich gesagt, schon also das beantwortet. ist realistisch eine Hörst du Chance, mir nicht zu? gemeinsam alle thematisieren, dass dann in der. Boris, komm aus dem Klo raus. Nee, das war der Herr Frank, der hat Sein noch so einen Streamer. Streamer. Ja. Frank, Achso, man hört sich okay. was nicht mehr. Alles gut, aber das, Toni, ganz ehrlich, das ist nicht klug. Das ist nicht Es ist weise. doch nicht die Frage, okay, wenn ich einen Vorschlag mache, da kann man sagen, das finde ich unsinnig und das finde ich, Ja, ja, pass auf, sinnlos. Toni, wir machen das so. Du gehst mal vorne voran und machst morgen mal Nein, eine Sendung über den nein, Boris, Holocaust. nein, auch. nein, nein, nein. Nein, das funktioniert so nicht. Ja, aber Verstehst du? das ist doch dann kollektivistisch, wenn wir das alle machen.
Lasst uns das doch nicht zum Thema Holocaust machen. Ganz kurz. Geh wieder weg von dem Thema. Mir geht es ums Prinzip. Niemand anderes. Warte doch mal. Jetzt entspann dich doch mal. Ich werde doch gar nichts Böses vorhaben. Du bist der Beste. Wie kriegt man das hin? Es funktioniert nur über den Konsens. Ja, es macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt hier einen Vorschlag mache über ein Thema, bla bla bla, wenn ihr das sowieso alle nicht besprechen wollt. Verstehst du? Du kannst doch nicht das absolute Keulenthema rausholen. Ja, lasst uns auf ein. Toni, jetzt die Frage an dich, Toni. Nimm ein anderes Thema. Nimm ein anderes, nicht Holocaust. Entschuldige, Toni, jetzt muss ich schon mal sowas sagen. Du weißt doch selber, dass wir in Deutschland zumindest durch Gesetze gebunden sind, dass dieses Thema gar nicht unbefangen ist. Ja, das sollte elementarer Teil dieser Diskussion sein. Toni, lass uns ein anderes Thema wählen, über das wir alle was machen. Also Leute, solange ihr Denk- und Redeverbote verteilt, habt ihr nicht bei mir Redeverbote. Wir verteilen ihn nicht. Ihr habt verschissen bei mir. Toni, lass es uns so machen. Lass uns einfach andere Themen einigen und dann hauen wir am Schluss den Hammer raus, weil da brauchen wir große Reichweite, weil sonst kriegen wir keinen am Sack. Strategisch drauf vorbereiten, genau. Also, wenn ich noch ganz kurz was sagen darf. Danach ich, bitte. Also ich muss in ungefähr 5,5 Stunden meinen Sohn zum Kindergarten fahren. Und das muss ich auch. Da ich habe keinen Bock, da jetzt wegen irgendeiner mitternächtlichen Sinnlos-Diskussion über den Holocaust dann morgen früh hinter Gittern zu sitzen. Das ist jetzt ein bisschen überdramatisiert, aber ich glaube, das bringt es ein bisschen auf den Punkt, was die Leute hier meinen. Ich würde mich aus dem Grund jetzt auch ausklinken. Es wäre auf jeden Fall super, wenn wir in Kontakt bleiben und das in Zukunft konstruktiv irgendwie angehen, wie wir diesen Shitstorm da irgendwie und all dem, was es gebracht hat. Ich glaube, es wird uns allen erst in den nächsten Tagen bewusst werden, welche Energie wir erzeugen konnten. Wenn wir daraus was lernen und in Zukunft was draus machen, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich fand es super, dass du da warst, Frank. Hau rein. Ja. Siehst du, Toni, und das sind die Aussagen mit dir, wo ich mir denke, du bist eine coole Socke und das mag ich an dir. Ich schaue auch mal, wie ich mich ein bisschen einbringen kann in Zukunft. Wie können wir uns am besten jetzt vernetzen? Könnt ihr mir die ganzen E-Mails, was weiß ich, Skype oder was auch immer schicken, dass wir zumindest so einen Ding kriegen? Also ich finde Discord eigentlich ganz cool. Ne? Ja, ich habe auch schon ein großes Discord-Ding offen. Dann lass uns einen eigenen Discord, naja. Ja, mach meinen eigenen Discord. Ohne uns dort in die Fresse zu schlagen. Aber irgendwie, dass wir zumindest untereinander reden können einmal. Naja, also ich habe dich ja auf Discord, ne? Okay. Ja, dann hole ich einen Frank dazu. Zu Boris habe ich auch Connect. Die Anna kriege ich auch in meinem Feld. Und kriegst du die anderen, die noch da sind? Ich kenne die anderen leider noch nicht. Ja, also wie gesagt hier. Ja, also es können sich gerne alle melden auf unserem Discord-Server. Ich habe es jetzt auch hier nochmal einen internen Chat reingeschrieben. Ich poste es auch nochmal hier im YouTube-Chat und aber ich bin ganz ehrlich, also wie gesagt, wir können ja mal gerne in Kontakt bleiben, aber ich glaube nicht, dass viel dabei rauskommen wird, ne? Weil das, was der Toni vorhin schon angesprochen hat, die Grundlagen, ne? Ich glaube, dass die noch nicht mal vorhanden sind, ja. Und ja, aber das bedeutet also ganz, ganz grundlegende Sachen wie der Eigentumsbegriff, das unmittelbare Verantwortungsprinzip und das alles, ne? Und das ist halt, es wird halt viel geschwurbelt, tralala, Vertragen, bla bla bla. Aber die Substanz, die ist einfach nicht da, also meiner Meinung nach. Ja? Ihr könnt mich ja gerne alle vom Gegenteil überzeugen, ne? Das ist ja jederzeit möglich. Ich freue mich ja, wenn ich mich da irre oder so, ne? Aber ich sehe da meistens ziemlich schwarz, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch nichts dagegen, mal wieder so eine Runde zu machen. Natürlich auch mit Hagen, der war jetzt ja nicht dabei, oder auch mit anderen, ne? Wie gesagt, Leute, macht einfach mal. Ihr könnt euch ja gerne melden. Wie gesagt, hier Discord-Server-Adresse habt ihr ja. Ne? Macht ruhig weiter. Also nochmal, wegen dem momentan vorhanden ist, definitiv eher ablehnt, wie irgendwie befürwortet. Sonst wären wir nicht hier. Genau. Hier schon, das ist klar. Aber das Ding dafür, ist doch, und dafür brauche ich nicht den Begriff Etatismus deklarieren und definieren. Das ist ein elementarer Begriff. Nein, es ist kein elementarer Begriff. Es ist einfach, entweder ich lebe so, dafür brauche ich diesen fucking Begriff nicht, oder ich lebe nicht so. Und ich glaube, die meisten hier leben demnach, ohne den Begriff kennen zu müssen. Es gibt ein schönes Zitat von William Paley zum Thema Ignoranz, aber das verkneife ich mir jetzt. Danke. Ach, Frank. Was ich abschließend noch gerne anfügen möchte, wir sind hier konfrontiert mit Plänen, die seit Jahrhunderten laufen. Jo. Ich bin ein bisschen vorsichtig jetzt mit dem Formulieren. Ich würde sogar bis nach Zoom her zurückführen. Ich weiß, was das... Ich darf dann kurz eine
Topic-Story reinhauen. Ja, ganz gleich. Lass mich bitte kurz anders sprechen. Wir sind hier mit Plänen konfrontiert, die schon sehr, sehr lange laufen. Und wir sind in unserer Gesellschaft, wie wir sie leben, irgendwo noch im 18. Jahrhundert. Wahrscheinlich sogar ein bisschen später, irgendwo Anfang 19. Jahrhundert. Wir schlagen uns lieber gegenseitig auf die Fresse. Was wir brauchen oder was generell die ganze Szene im deutschsprachigen Raum bräuchte, wäre eine Strategie. Ja, und das nützt nichts, wenn ich die dickste Keule direkt raushole. Weil dafür sind die Leute noch nicht fertig. Also ich finde diese Strategie, die wir seit Jahren fahren und die Frank quasi mit initiiert hat, mit Nuviso damals, als einer der ersten, wir haben mit dieser Szene und mit der Strategie, die wir fahren, ja, haben wir ganz schön viel erreicht. Ja. Ganz schön. Aber Frank mal gesagt, er ist ein ziemlich, Nuviso ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich großer Faktor für das ganze Wachwerden hier. Und Frank hat gesagt, sieht er nicht so, ich sehe das bis heute immer noch so, weil hochqualitativen Content in dem YouTube-Bereich Flaggschiff. In dem Ausmaß so produziert kaum einer. Vielleicht noch Ken oder vielleicht noch der ein oder andere, aber generell produziert das gar keiner und vor allem nicht auf dem qualitativen Niveau. Und alleine, was Frank, glaube ich, an Leuten generiert hat, die mal dann weiter über irgendwelche Dinge, wie auch immer, nachgedacht haben, vielleicht sich nachher von Nuviso abgewandt haben oder sich zu Hagen oder zu Toni abgewandt haben, ist ja ganz egal. Aber das, was wir oder was die ganze Szene in den letzten Jahren erreicht hat, wir sind regelmäßig in den Medien, das Wort Verschwörungstheoretiker steht jeden Tag mehrfach in der Zeitung. Das haben wir erreicht dadurch. Und ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Wir zwingen die immer weiter, oder wir brauchen die gar nicht zwingen, die lügen einfach immer heftiger, immer weiter, sodass es immer offensichtlicher wird. Und von daher müssen wir uns einfach nur nicht zerlegen lassen. Und wir werden ausdenken. Alle Wege führen nach Rom. Wir müssen aber auch aufpassen, dass das nicht Mainstream wird. Auf jeden Fall. Das heißt, werden wir konfrontiert werden und das wird auch, sind wir. Die Aufgabe wird auch kommen, definitiv. Und wir müssen es besser machen dann als das, was bisher da war. Aber da dürfen wir uns dann eben nicht spalten lassen, wenn wir uns darum streiten, ob die World Trade Tower nach links oder nach rechts geflogen sind. Und andere Themen. Da müssen wir aufpassen. Und ich muss mal Kanalwerbung machen hier. Joggler66, checkt den Kanal Joggler66. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Unterstützt Toni Mahonis Kanal. Hashtag Toni Mahonis. So. Weiter geht's. Ja, und da muss noch eine Schippe drauf. Ja, weil die sind ja drauf und dran, uns quasi als Subkultur zu akzeptieren. Ja, dass man da quasi die Freunde, die sie noch nehmen können an Wählern und bla, dass sie die mitnehmen und da quasi der Rest sind dann die Verschwörungstheoretiker.